Hallo und herzlich willkommen bei Elegant Kochen. Wir machen heute einen Frühstücks-Powerdrink. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet und vor allem gesund, denn das ist ja wirklich das Wichtigste. Und zum Thema gesund geht es hier heute gleich weiter, denn ich habe mir überlegt, wir machen mal wieder etwas Leckeres zum Frühstück. Es gibt ja einige, die eben nicht so gerne frühstücken oder sagen, sie hätten nicht genügend Zeit. Und dieser Frühstücks-Powerdrink ist wirklich in 2 Minuten gemacht. Ihr müsst euch noch nicht mehr hinsetzen und das Ganze essen, denn ihr könnt es auch mitnehmen unterwegs. Trinken und vor allem nehmt ihr gute Sachen zu euch, die euch auch satt halten und ihr habt so schon direkt am Morgen eine gute Fruchtbasis quasi geschaffen, denn ihr nehmt nämlich viele Früchte zu euch und das vergessen ja auch eben viele, die Früchte zu essen und gerade in der dunklen Jahreszeit, damit unser ganzer Vitaminhaushalt auch erhalten bleibt, ist es eben super wichtig und ist doch total gut, wenn man damit schon am Morgen startet und eben gesund und munter in den Tag eben so auch gehen kann. Und das Frühstück ist eben eine der wichtigsten Mahlzeiten am Tag und von daher solltet ihr sie nicht ausfallen lassen. Und mit diesem Powerdrink wird euch das auch gar nicht schwer fallen. Und ich zeige euch jetzt direkt mal, wie wir ihn machen und welche Zutaten wir benötigen. Wir benötigen eine Orange, die habe ich hier jetzt geschält und in Viertel geschnitten. 100 Gramm TK-Früchte, ich habe jetzt hier einen Waldfruchtmix. 200 Gramm Naturjoghurt, da könntet ihr jetzt aber zum Beispiel auch Sojajoghurt oder Kokosjoghurt nehmen. Eine Banane, die habe ich in 3 Teile geteilt. 80 Gramm kaltes Wasser, 20 Gramm Haferflocken, hier habe ich jetzt die feinen. Und ein Stück Ingwer, das ist ungefähr walnussgroß, das habe ich jetzt hier in Stücke geschnitten und abgewaschen. Nun kommen einmal alle Zutaten in den Mixtopf. Dann einmal den Deckel aufsetzen und wir pürieren einmal alles 30 Sekunden auf Stufe 8. Und so schnell ist unser Frühstück jetzt auch schon fertig. Ich fülle das jetzt hier in ein Glas und man sieht schon, wie cremig das Ganze ist. Und aus der Menge bekommt ihr 2 Gläser raus. Hier habe ich jetzt noch einen Strohhalm und dann könnt ihr das Ganze genießen. Und wie versprochen ist der Powerdrink wirklich richtig schnell fertig. Der schmeckt super lecker. Ich mag das vor allem, wenn alles die gleiche Konsistenz hat und das habt ihr hier. Es ist richtig schön cremig, schmeckt erfrischend. Man merkt so ein bisschen auch den Ingwer raus und auch die Orange. Und ja, die Farbe finde ich lässt auch den Appetit auf jeden Fall anregen. Durch den Joghurt und auch die Haferflocken hat man dann eben auch das Sättigungsgefühl. Und bei den Früchten könnt ihr natürlich auch die nehmen, die ihr gerade da habt oder auch mögt. Und es müssen auch nicht unbedingt TK-Früchte sein. Ihr könnt natürlich auch frische nehmen. Durch die Banane brauchen wir auch keinen weiteren Zucker. Und das war mir jetzt besonders auch wichtig. Natürlich ist eine Banane auch mit Fruchtzucker. Also desto reifer die Banane, desto süßer ist sie eben auch. Und ich lasse die Bananen immer gerne liegen, bis sie dann recht dunkel sind und schaue dann, was ich damit mache. Ob sie dann eben zum Backen dann nehme oder für solche Getränke. Ja, die genauen Mengenangaben schreibe ich euch nochmal auf den Blog. Und dann könnt ihr mit diesem leckeren Frühstück direkt auch mal ins neue Jahr starten und so sind eure Frühstücke für die kommende Zeit auf jeden Fall doch schon mal gesichert. Und wenn ihr die Menge ja macht und zum Beispiel nur alleine trinkt, dann könntet ihr das auch schon vorbereiten. Dann am nächsten Tag habt ihr euer Frühstück auch schon fertig. Aber ich denke, diese 2 Minuten hat man oder 3 morgens auf jeden Fall noch übrig. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, das Video gefällt euch und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss!